Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video an, wie wir eben Exceptions mit mehreren Catch-Blöcken fangen können und wie dort der Kontrollfluss aussieht. Und dazu schreiben wir uns eine neue Klasse, die nenne ich Konsoleneingabe, weil ich nämlich darüber, über diese Klasse, bestimmte Funktionen bereitstellen will, über die man beispielsweise jetzt eine Zahl einlesen kann. Ich nenne hier eben diese Methode liesZahl von Konsole ein. Und als Rückgabetyp gebe ich eben hier diesen int zurück. So, was machen wir hier? Wir müssen natürlich irgendwann mal einen Console-Readline machen. Und dieser Readline gibt natürlich einen String zurück. Den nennen wir Eingabe. Und wir müssen irgendwann diese Eingabe natürlich in ein int konvertieren. Das ist dann die tatsächliche Zahl. Und das passiert eben über die convertToInt32 Funktion, wie wir das bei den Konvertierungen in einem vorherigen Video schon besprochen haben. Und hier nehmen wir eben die Eingabe entgegen. So, dann schauen wir uns diese toInt32 Methode mal etwas genauer an. Wir sehen sie hier. Kriegt eben einen String. Und wenn wir hier auf dieses Plus klicken, dann sehen wir hier auch wieder etwas Informationen zusätzlich. Das sind eben die Kommentare, die an diese Methode angeheftet sind. Und wir haben hier eben converts the specified string representation of a number to an equivalent 32-bit signed integer. Das heißt, ja, der versucht eben Strings zu int zu konvertieren. Das ist natürlich jetzt nicht so spannend. Hier, dieser String muss eben diese Nummer enthalten, die es zu konvertieren gilt. Aber er kann sich ja nicht sicher sein, dass in diesem String wirklich eine valide Nummer steckt. Deshalb wirft diese Methode Exceptions. Und die sehen wir hier unten. Exceptions. Wir haben hier eben eine Format Exception, die auftreten kann. Dieser Wert, der hier übergeben wird als String, ist eben nicht ein optionales Sign, also sozusagen ein Vorzeichen, ein Plus oder ein Minus und eine beliebige Anzahl an Ziffern, die danach folgen, also 0 bis 9. Wenn dieser String eben nicht nach diesem Schema aufgebaut ist, dann fliegt eine sogenannte Format Exception. Und die Overflow Exception fliegt eben genau dann, wenn dieser Wert, den wir zu int konvertieren sollen, zwar diesem Schema hier oben entspricht, aber kleiner ist als der kleinste mögliche Wert für int32 oder größer als der größtmögliche Wert, min-value und max-value hier repräsentativ. Das heißt, diese beiden Exceptions können auftauchen und hier können wir jetzt auch, wenn wir versuchen, das zu konvertieren, und wir nehmen das mal direkt hier mit rein, dann können wir jetzt für einen Try-Catch-Konstrukt mehrere Catch-Blöcke angeben. Und zwar fange ich hier die Format-Exception ab und hier die Overflow-Exception. Und jetzt kann ich hier eben schauen, also wir können eigentlich hier direkt versuchen, den Return zu machen. Hier kann ich jetzt ausgeben, dass eben die ihre Eingabe entspricht keiner Zahl. Bitte versuchen Sie es erneut. Und hier geben wir eben noch die Eingabe mit, damit wir das sehen. So, und wenn wir hier in diesen Overflow-Catch kommen, dann schreiben wir eben auf die Konsole aus, ihre Zahl ist zu groß oder zu klein. Bitte versuchen Sie es erneut. So, und damit
der Nutzer das dann auch natürlich nochmal eingeben kann, mache ich hier noch eine Endlosschleife drumherum. Das heißt, dieses Stückchen Code wird so oft wiederholt, bis eben diese, bis er irgendwann mal was Richtiges eingegeben hat. Und damit wir noch etwas mehr Spaß haben, können wir natürlich sagen, dass wir hier ein Write machen mit einem bestimmten Text. Und hier sehen wir jetzt eben einen String, das ist der Anzeigetext. Und den setzen wir standardmäßig auf den Wert ihre Zahl. Dann sehen wir hier auch noch eine andere Neuigkeit neben diesen mehreren Catch-Blöcken, die wir hier hintereinander setzen können. Hier oben habe ich einen Parameter definiert, aber ich habe ihm gleichzeitig einen sogenannten Standardwert, einen Default Value zugewiesen. Und das heißt, wenn der Nutzer diese Methode aufruft, dann kann er hier optional eben einen Anzeigetext angeben. Wenn er es aber nicht macht und quasi diesen Parameter komplett weglässt, dann gilt einfach, dass hier dieser Standardwert für diesen Parameter gilt. Also wir geben hier den Anzeigetext aus, lesen dann was ein und machen nochmal einen Console-WriteLine, damit wir die Zeile abschließen. So, dann konzentrieren wir uns wieder auf diesen Try-Catch. Wir können also beliebig viele Catch-Blöcke hinter einen Try-Block machen. Und ich werde jetzt mal gleich versuchen, dass ich diese Klasse hier eben einsetze. Nehmen mal den Code, den wir vorher genutzt haben, wieder weg. Und ich möchte eben hier sagen, dass mein Konsoleneingabe ist gleich nur Konsoleneingabe. Und wir berechnen uns hier eben eine neue Zahl. Und können dann eben sagen, Konsoleneingabe Punkt liest Zahl von Konsole ein. Und hier haben wir jetzt eben nochmal diese Möglichkeit, dass wir Anzeigetext eben selbstständig setzen oder es beim Default-Wert belassen. Dadurch, dass diese Angaben für die Parameter optional sind, muss man auch bei Standardwerten eben diese Parameter ganz hinten an die Liste von Parametern einer Funktion setzen, damit am Anfang sozusagen die stehen, die auf jeden Fall gebraucht werden beim Aufruf. Und ganz hinten dürfen die optionalen stehen, die kann man ja weglassen. In der Reihenfolge. So. Okay. So schaut's aus. Und dann führen wir mal dieses Programm jetzt aus. Und wir debuggen einfach durch. Das geht, glaube ich, am besten. Das sieht man dann am ehesten, was passiert. Wir haben dieses Objekt instanziert, nichts Besonderes, Konstruktoraufruf, und gehen jetzt in diese liestZahl von Konsole ein Methode. Und hier geht es eben, den Breakpoint wollte ich nicht setzen. Wir geben erstmal den Anzeigetext aus und machen dann eine Eingabe. So, jetzt bin ich mal ein kleines sechsjähriges Kind und gebe mal was ein, was offensichtlich keine Zahl ist. Und wir landen eben bei diesem Console-WriteLine. Versuchen jetzt hier Return to int32 mit diesem Gedöns hier aufzurufen. Und wir sehen, also logischerweise muss jetzt die Format-Exception kommen. Und zack, wir landen eben genau in diesem Catch-Block, wie wir sehen. Wir können uns ja auch nochmal die Exception-Nachricht anschauen, die wir hier gefangen haben. Das ist eben hier diese Format-Exception. Und wir haben hier eben der Input-String ist nicht in einem korrekten Format, das eben einer Ziffer oder einer Zahl entspricht. Okay. So, und jetzt ist natürlich auch irgendwie logisch, dass wenn dieser Catch-Block abgearbeitet ist, dann wird nicht einfach beim nächsten Catch-Block weitergemacht. Sondern wir springen dann natürlich aus diesem ganzen Try-Catch-Konstrukt heraus. Ja? Wir sind hier wieder am Ende der Schleife, das heißt, sie startet von vorne. Wir geben wieder diesen Anzeigentext aus und müssen jetzt wieder was eingeben.
Und jetzt versuche ich eben mal eine sehr, 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 sehr große Zahl, die hoffentlich größer ist als in 32. Das heißt, das war jetzt zwar eine Ziffer, die wäre an sich okay gewesen, ist aber viel zu groß, als dass sie in int 32 passen würde. Und logischerweise landen wir jetzt eben in der Overflow Exception, in diesem entsprechenden Catchblock dazu, wo wir eben Overflow Exception als Typ angegeben haben. Und geben hier jetzt eben diese Konsolenwarnung aus. Wir können auch hier nochmal kurz die Exception anzeigen. Value was either too large or too small for an int 32. Und wir landen dann wieder am Ende der Schleife und versuchen das Ganze nochmal. Und jetzt gebe ich wirklich mal eine ordentliche Zahl ein, nämlich 42. Und wir sehen, hier tritt jetzt beim Convert to int 32 keine Exception auf. Und wir springen eben aus dieser Methode raus, wie wir sehen. Wir kriegen die Zahl und geben sie auf der Konsole aus. Und unser Programm ist vorbei. Okay, nehmen wir das nochmal weg. So, wie findet jetzt, wenn die Exception ausgelöst wird, die Exception zum richtigen Catch-Block? Nun, das funktioniert über eben die sogenannte Vererbungshierarchie bei den Exceptions. Und das Wichtige steht eben hier nochmal in diesem blauen Kasten. Beim Suchen nach dem passenden Exception-Typen, also nach dem Catch-Block, der zur Behandlung eingesetzt wird, werden eben diese Catch-Blöcke der Reihe nach abgearbeitet, wenn wir eben hier innerhalb eines Try-Blocks eine Exception ausgelöst haben. Oder ausgelöst wurde im allgemeinen Sinn. Das müssen wir nicht unbedingt wir gewesen sein. Also wir gehen der Reihe nach durch und sagen, ist es eine Format-Exception? Okay, wenn ja, hier bitte ausführen und dann das ganze Konstrukt verlassen. Es ist keine Format-Exception, sondern eine Overflow-Exception. Und dann eben diesen hier. Und das ganze Konstrukt verlassen. Wenn es keins von beiden ist, dann gilt die Exception weiterhin als unbehandelt. Das heißt, sie würde dann wieder im Call-Stack nach oben gehen. Das heißt, wir würden letztendlich hier bei der Main-Methode landen. Und hier ist kein Try-Block drumherum. Das heißt, hier würde die Exception unser Programm beenden, wenn es denn eine andere wäre als diese beiden. Genau, und im Anschluss wird ausschließlich der ausgewählte Block ausgeführt und im Anschluss der Try-Catch-Konstrukt verlassen. Und hier sehen wir nochmal, wenn der angegebene Typ mit dem des Exception-Objekts übereinstimmt oder eine Basisklasse von ihm darstellt. Was heißt das? Wenn ich hier rein pro forma Exception angebe, dann kriegen wir hier plötzlich einen Compilerfehler, wie wir sehen. Und der sagt uns, a previous catch clause already catches all exceptions of this or of a supertype. Supertype heißt auf Deutsch Basisklasse. Und das ist tatsächlich ein Compilerfehler, wie wir sehen. Warum? Jede Exception leitet von Exception ab. Das heißt, wenn hier die Exception auftritt, guckt er, ist dieses geworfene Objekt irgendwie vom Typ Exception oder eine Subklasse davon, dann sagt er hier natürlich immer ja. Das heißt, er würde immer hier reingehen und danach das Try-Catch-Konstrukt verlassen und dieser Catch-Block hätte gar nie die Möglichkeit, überhaupt irgendwann mal an die Reihe zu kommen, weil diese Catch-Blöcke eben, wie gerade erläutert, nach der Reihe abgearbeitet werden. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich auf jeden Fall alles haben will, dann setze ich einfach an das untere Ende eines Try-Catch-Konstrukts mit mehreren Catch-Blöcken eben den allgemeinen Typ Exception. Sobald hier im Try irgendeine Exception auftritt, bin ich mir sicher, dass sie auf jeden Fall, wenn nicht vorher schon, eben hier unten auf jeden Fall behandelt wird.
Und genau das, wo man jetzt intuitiv denkt, ach, das ist ja super, dann kann ja mein Programm nie wieder abstürzen, genau das sollen Sie vermeiden. Es gibt bestimmte Exceptions in den sogenannten Guard Clauses. Was das heißt, schauen wir uns in einem der nächsten Videos an. Guard Clauses lösen Exceptions auf, wenn Parameter im Wesentlichen falsch gesetzt sind. Und genau diese Exceptions sollten Sie eigentlich nie fangen. Denn Sie sollten einfach als Aufrufer dafür sorgen, dass Sie Ihre Parameter gefälligst ordentlich übergeben. Und wenn Sie diese Exceptions so fangen, dann werden Sie vielleicht verschluckt und Sie bekommen eben beim Ausführen, während Sie noch in der Entwicklung des Programms sind, nicht mit, dass hier eigentlich irgendein grober Fehler passiert ist. Meistens ist es ja ein Vertipper oder irgendwas anderes, das dann zu diesem Fehler kommt, also irgendeine Leichtsinnigkeit, die eben vom Programmierer nicht wirklich absichtlich gemacht wurde. Aber Sie bekommen dann nicht mehr mit beim Ausführen, hoppala, wieso hält jetzt mein Programm an, weil ich diese Exception hier ausgelöst habe aus irgendwelchen Gründen, sondern diese würde eben hier geschluckt. Das heißt, wir merken uns, diese Exceptions sollte man wirklich bloß, wenn man wirklich Produktivcode schreibt, nur ganz außen, also in der Main-Funktion, könnte man sich vorstellen, dass man eben hier ein Try-Catch-Konstrukt drumherum macht, um diesen Code. Aber was wissen wir hier über eine Exception, die aufgetreten ist? Na, eigentlich nicht viel. Also wir würden uns auf jeden Fall dieses X-Objekt holen. Und wir sagen hier schon, oder besser gesagt, mein Code-Unterstützungstool sagt hier schon, Empty General Catch Clause suppresses any errors. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Im Produktivcode können wir aber sagen, gut, wir wollen nicht, dass der Kunde irgendwelche Exceptions mitbekommt. Wir könnten dann hier wirklich schreiben, das ist das Übliche, was man eben bei Programmen sieht, die abbrechen, ohne dass sie wirklich wissen, warum sie abgebrochen sind, eben weil irgendwo eine Exception aufgetreten ist, an die bei der Entwicklung nicht gedacht wurde, dass hier eben ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Und dann hat man immer noch dieses Ups davor. Die Anwendung wird neu gestartet. Ist halt irgendwie blöd, wenn diese Exception auftritt, wenn bestimmte Daten beispielsweise noch nicht gespeichert sind und so die Arbeit an einem bestimmten Dokument, an dem 30 Minuten gearbeitet wurde, eben eigentlich umsonst war. Es ist aber trotzdem besser, als das Dokument eventuell fehlerhaft abzuspeichern, weil eben der interne Status nicht mehr stimmt. Also das macht man üblicherweise in Produktionscode, dass man eben einen äußeren Try-Catch hat. Was man hier natürlich auch noch machen würde, ist die Exception loggen, damit man eben in einer Log-Datei dann nachlesen kann oder in einer Log-Datenbank, diese Exception ist da und da aufgetreten. Und wir waren bei diesem Call-Stack, dass man wenigstens ungefähr nachvollziehen kann, warum ist die Exception geflogen, wo haben wir quasi noch Lücken in unserem Code, die wir schließen müssen. Aber das ist so der Punkt einer Applikation, wo man eben sagt, diese Anwendung wird jetzt runtergefahren, weil wir keine Ahnung haben, wo hier der Fehler aufgetreten ist. Ansonsten nutzen Sie immer spezifische Exceptions, wenn Sie wie hier letztendlich einen Prozess haben, in dem Sie eben was auf der Konsole ausgeben, was vom Nutzer einfordern und dann versuchen, dieses Eingeforderte zu konvertieren. Diese Klasse nutzt hier eben letztendlich sozusagen oder stellt einen Prozess dar und verknüpft damit mehrere Klassen, die sie einsetzt. Also wir benutzen hier einmal die Konsole zur Ausgabe, wir benutzen einmal Convert zur Konvertierung und das sind eben sogenannte orchestrierende Klassen, die eben mehrere Funktionalitäten von anderen Klassen orchestrieren, damit es irgendwie einen logischen Zusammenhang dann gibt. Und genau hier gehören diese Try-Catches hin und hier benutzen Sie bitte spezifische Exceptions,
die hier eben auftreten können, damit sie a zielgerichtete Fehlermeldungen machen können, weil wenn sie hier einfach sagen, ich möchte bitte alles catchen, also wirklich so fast, das ist ja genau das gleiche, wie wenn ich hier Catch Exception angebe. Also ich müsste dann erstmal wieder überprüfen, ja, was ist denn das eigentlich für ein Subtyp von Exceptions und dann daran wieder überprüfen, wo bin ich denn oder was für eine spezifische Fehlermeldung mache ich hier. Und das kann man eben einfach gleich vermeiden, indem man hier den richtigen Exception-Typ angibt. Ja, also wir haben hier eben, wir können hier spezifisch zum Fehler die entsprechenden Meldungen an den Nutzer wieder zurückgeben, damit er weiß, was er falsch gemacht hat. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hier können wir uns auch noch mal kurz die Vererbungshierarchie anschauen, dieser Exception-Klassen, die wir gerade gefangen haben. Wir haben hier die Format-Exception, die eben von System-Exception ableitet und diese wiederum von Exception. Und wir haben die Overflow-Exception gehabt, die eben die Arithmetic-Exception ableitet und auch diese leitet wieder von System-Exception ab. Das heißt, wir hätten eigentlich beide auch mit der System Exception fangen können. Das können wir ja vielleicht auch nochmal kurz zeigen, wenn wir hier sagen, dann KC. Und dann sehen wir auch wirklich, dass hier wirklich bloß nach der Vererbungslinie entschieden wird, in welchem Catchblock wir landen. Wir können hier jetzt eben zum Beispiel sagen, console.writeLine, ihre Eingabe ist nicht korrekt. Bitte versuchen Sie es erneut. Und wir sehen hier, wenn wir das Ganze nochmal ausführen, wenn ich hier jetzt irgendwelchen Blödsinn eingeben, dann kriege ich halt diese allgemeine Fehlermeldung. Ich muss es dann nochmal versuchen. Und wenn ich hier eine viel zu große Zahl eingebe, dann lande ich trotzdem im selben Catchblock, die wir hier offensichtlich auf der Konsole sehen. Ja, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns jetzt etwas genauer damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich dieses Fangen, dieses Verarbeiten von Exceptions. Und im nächsten Video schauen wir uns nochmal genau an, wann wir denn eigentlich Exceptions auslösen sollten. Ich sage vielen Dank. Und wir sehen uns bald wieder.